Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gloomhaven. Wir befinden uns immer noch auf dem Weg, so wie ich das verstanden habe, nach Keyport, um dem Rat, der da wohl ein bisschen ambitioniert hier versucht, das Land einzunehmen, um dem ein bisschen mal die Meinung zu geigen. Wir haben mittlerweile uns ein paar Unterstützer aus Scurvy Bay besorgt. Wir haben verhindert, dass sie sich noch ein paar Maschinen, also hier Kriegsgeräte aus Iron Bell holen. Und jetzt müssen wir dann noch die Küstenstadt einnehmen, von wo es wohl nach Keyport geht. Nachdem ich hier aber gerade gesehen habe, dass wir hier das Problem haben könnten, dass wir halt mit dem Retaliate und den Schilden, bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir den Mine Thief hier tatsächlich mitnehmen sollten. Weil wir sonst eventuell zu viele Melees haben. Aber ich sehe gerade, dass unser Crackheart auch auf Level 5 hängen geblieben ist. Ich hatte eigentlich gedacht, wir nehmen den Bogenschützen mit. Aber wir können tatsächlich hier relativ gemütlich weiter probieren, mit dem Crackheart mal wieder ein bisschen was zu machen. So, wir ignorieren Items. Das heißt, wir können sogar noch mal direkt im Shop gucken, ob wir ihm eventuell noch was Schönes mitgeben können. Ja, geben wir mal so eine kleine Rüstung einfach mit. Schaden kann es nicht. Und dann können wir auch direkt uns auf dem Weg zur Küstenstadt die Shimmering Shallows machen. Hide them on the beaches. Shimmering Shallows Seaport is needed in an attack on Keyport. Claim it from the Militia. Okay, auf geht's von Millpond. Auch eine Stadt, die wir wieder erfolgreich befreit hatten von den Leuten da. You come across an elderly wine merchant by the side of the road. One of the wheels of his cart has fallen off and you seem struggling to put it back on. He doesn't seem to notice you as you approach. But it is clear, he hasn't the strength to lift the cart to replace the wheel by himself. Wir helfen ihm mal. You tap the wine merchant on the shoulder, startling him enough to make him jump into the air. Gah, don't sneak up on an old man like that. His beady eyes glance around the party through a pair of dirty, scratched spectacles. Just as you are about to open your mouth to offer assistance, he snaps at you. Are you just going to stand there all day? You there, stop gawping and lift the cart up, and you, hold the wheel steady. On the count of three, that is, on three, not after, you're going to lift the wheel and you may be here all day. Help the wine merchant. Okay. You manage to get the wheel back into the cart without too much difficulty. Although, as far as the merchant is concerned, he could have done it much more easily without the help of your buffoons. The merchant continues to rant about your ineptitude as he departs without even uttering a word of thanks. As you are about to leave, you notice a bottle of wine has fallen off the cart into the shrubs by the side of the road. With the merchant already some distance down the road, you decide to take it as repayment for your assistance and share it amongst the party. The wine is some of the finest you have ever tasted. Feeling invigorated by the fine vintage, you continue down the road. Also gestärkt weiter. Perfekt. Wird eine gute erste Runde. The trainer has directed you to Shimmering Shallows, as a seaport would provide an invaluable avenue of attack for your reinforcements in your major assault of Keyport. The journey over was exhausting, as the ground became increasingly wet and sandy until it was tugging at your boots. With the town in sight, you keep low, looking for the best place to burst in on the militia garrison. Watching from the outskirts, you can barely make out the end of speech from one of the militia sergeants, and I will explain that now. The council has stationed you here because the seaport makes them vulnerable, and they cannot avoid setbacks as they attempt to better us all. You're here to protect them, because the council foresees all dangers. Dangers like the intruders watching us now. You are discovered. Okay, das heißt, die wissen, dass wir kommen. Das heißt, die haben auch sicher dann schon ordentlich Maschinerie da aufgestellt. Wir kriegen wahrscheinlich keine Erfahrungspunkte mit ihm. Drei oder weniger sollte machbar sein. Nur langrasten, okay. Drei oder weniger töten, hört sich auch gut an. Und dann geht's auch schon auf ins nächste Level. Oh, der Crackheart war echt lang nicht dabei. Aber ich glaube, wir hatten eine coole Sprungkombo.
Ah, mal schauen. Damn, it looks like this Council of Shadows knew you would come. They work faster than my town council does, though. I'll give them that. Fortunately, this garrison doesn't look too big. You should be able to retake the seaport yourselves. Das ist richtig, sind wieder nur zwei Räume. Und der hier muss zuerst weg. Der ist zwar auch nervig, aber nicht ganz so schlimm. So. Na komm. Nehmen wir einen nach vorne. Und dann fangen wir natürlich an mit dem Fallen lassen. So. Wir haben Vorteil. Vielleicht sollten wir doch nicht fallen lassen. Können wir was anderes Schönes machen? Wir könnten denen einen Stein ins Gesicht werfen. Wie hört sich das denn an? Auf den hier und dann kriegen alle darum einen Schaden. Das ist doch auch gar nicht so schlimm. Ja, so schlecht. Dann können wir den allen auch gleich noch eine Wunde reindrücken. Wenn du, Kollege, dich nach hier stellst und du dich nach hier, können wir den sogar noch auch vorher sogar noch ein Gift reindrücken. Okay. Und du, Kollege, musst dann da drüben einmal aber disarm gehen. Okay. Das hört sich nach einem extrem guten Zug an. Oh, nerviger Bogenschütze. Aber immerhin mit Nachteil auf uns. Aber es macht tausendmal mehr Sinn, den Kollegen jetzt zu disarmen, auch wenn wir zwei Schaden dadurch leider kriegen werden. Weil das Ding uns gleich einmal in die Luft sprengt. Nicht schlimm. Die sind alle vergiftet. Komm mit zwei Schritten. Eins, zwei. Eins, zwei. Machen uns hier vom Acker. Die linke Flanke. So. Dann gehen wir Mili nach hier, damit der Kollege mit Nachteil zumindest ziehen muss. So, dann den allen auch noch einen Schaden reingedrückt. Und dann können wir uns hier schon mal nach da bewegen. Und den ganzen auch noch mal eine Wunde hinterher schieben. Jetzt müssen wir es nur noch treffen. Wieso geht es nicht? Jetzt haben wir alle. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir können nicht patzen. Hm, nicht schlecht. Das ist gut, weil der kann jetzt nicht mehr angreifen. Müssen wir nur noch die beiden Wachen hier einmal loswerden. So. Aua. Aua. Nochmal Aua. Oh, die hauen aber schon gut rein, tatsächlich. Okay. Wir können die gute aber mit unserem Heavy Swing einfach in die Palle reinschieben. Dann ist die futsch. Dann wollen wir, aber das können wir auch hiermit machen. Machen wir das mal lieber hiermit. Dann haben wir hier die Möglichkeit, ja, was haben wir denn hier für die Möglichkeit? Wir könnten Steine fallen lassen, das bringt an der Stelle aber nicht allzu viel. Das heißt, wir könnten
Meine Unterseite mit Schaden? Die Antwort ist nein. Haben aber oh, wir haben alle Elemente. Das heißt, wir könnten da drüben aber zumindest einen guten Angriff reinsäbeln auf die drei. Wir müssen nur weggehen. Gehen wir einen Schritt nach hier. Wir bleiben sogar stehen. Ja, gucken wir mal. So. Da haben wir jetzt unsere neue Karte immerhin mit Reichweite 3. 1, 2, 3. Das heißt, wir müssen leider noch einen Schritt dran. Beziehungsweise, nee, wir fangen hier an, den neben uns zu beackern. Das heißt aber auch, wir spielen die schlechtere Karte wegen der Zahl, dass wir nächste Runde noch mal was Frühes haben. So. Und dann brauchen wir das. Und dann müsste das eigentlich gut hinhauen. Boah, die machen schon wieder 5 Angriffe. Okay, das heißt, plus 1 auf jeden Angriff. Probieren wir doch erstmal die jetzt zu kletten. Glück haben. Ja, ist die schon mal Geschichte. Okay, ein Problem schon mal weniger. So, dann pushen wir. Dann verbrauchen wir Finsternis. Und dann kriegen die drei. Oh, wir kriegen noch ein Target. Ah, nicht schlecht. Mal den wegpushen. Ja, wollen wir. Also die Pfeilen sind schon teilweise echt super nice. So, dann beackern wir den hier drüben. War besser als erwartet. Das heißt, wenn wir nach hier gehen... Ah, wir können auch Arsch dessen einfach angreifen. Das sollte passen. Dann können wir immerhin noch eine Münze looten. Können wir? Haben wir überhaupt? Ja, haben wir. Okay. Stellen wir uns mal an die Stelle hier. Dann müsste der nicht an uns rankommen, aber wobei, der stirbt sowieso. Ja. Das nenne ich einen guten ersten Raum. Das heißt, wir spielen... Ah, ich habe eine Idee. Es klappt aber nicht. Wir können trotzdem das machen. Und das Edge trotzdem spielen für den maximalen Schaden. Das mit oben. Müssen dann nach da, das heißt, wir haben da gleich eine Stelle, wo wir uns hinstellen können. Und falls das nicht klappt, jumpen wir nach hier und schieben den da unten in die Falle. So, dann kommen wir immerhin noch einen Schritt nach hier. Wäre übrigens wahrscheinlich ein guter Punkt, die Karte zu verbessern bei Gelegenheit. Oh, hat gereicht. Umso besser. Das heißt, wir können uns hier noch einfach auf die Münze stellen. Und uns gleich beim nächsten Raum einmal ganz wundervoll überraschen lassen. So, du hast noch alle deine Items, du nicht. Das heißt, was wir aber machen können, ist
Wir können reinhüpfen. 3, 4, 5 bis in die Tür und Steine werfen. Wir können hier einmal Short resten. Die brauchen wir. Das ist auch nicht ganz schön. Aber passt. Dann kommen wir rein und machen dann einen Doppelzug. Damit kommen wir auch rein und und das hinterher. Und du, Kollege, rennst mit 6 Schritten rein, stunst alle. Und dann greifen wir noch irgendjemanden an. So, das hört sich doch wieder nach einem sehr guten Plan an. Einziger Nachteil an der Sache ist, wir haben aus irgendeinem Grund die 86 zuletzt gespielt. Deswegen wird das nicht ganz so klappen, wie ich das jetzt gern hätte. Aber oh, das ist sogar okay. Das ist ja sogar voll okay. You're almost at the seaport and wait, what's this? The council will make all in this realm more powerful and you will not stop them. Looks like the council have convinced more servants to join them. You have to deal with them too. Die werden uns gleich zerballern und dann Erddämonen beschwören. Das ist natürlich nicht unbedingt das, was wir sehen wollen. Aber manchmal hat man leider nicht so die Wahl. Brauchen wir den? Nee. Dann einmal Action. Dann brennen die schon mal. Brauchen wir unseren Ring. 19 mit Chain Lightning. Wir können wahrscheinlich hier dann dreimal bouncen lassen. Nehmen wir uns gleich lieber noch die 2 Karten wieder auf die Hand. Sicher, sicher. Ach, Moment mal, das sind... Ah. Natürlich interessant. Jetzt haben wir nämlich ein Problem, so mehr oder weniger. Gucken wir mal. Also wir kriegen 3 erwischt oder wir ignorieren den da hinten und schießen stattdessen da rein. Glaube, davon haben wir mehr. Natürlich patzen wir bei dem Dicken hier vorne. So, das heißt, Mr. Lava kann uns einen guten Hit reindrücken. Au. Aber wir revanchieren uns gleich dafür, deswegen ist das okay. Drücken wir dem meine volle Dröhnung rein. So, wir sind in Position. Wir können ein paar Steinchen regnen lassen. Dann kann uns der hier tatsächlich sowas von egal sein. Hm. Würde ich mal sagen, wird es nächste Runde Zeit hier für unseren Ultra-Super-Stun-Angriff. Und der ist ziemlich schnell dafür, dass es eigentlich ein dicker, fetter Klotz ist. Oh, wir hätten sogar... Ah, nicht ganz so, aber wir können immerhin den Kollegen hier stunnen. Das ist ein Erddämon, der zumindest weniger kommt. Weil die Chance gehabt hätten, den vielleicht zu plätten, muss ich ehrlich gestehen. Wie viel Leben haben die? 15. Mhm, überschaubar. Aber das ist natürlich halt ein großer Nachteil, weil man halt nicht weiß, was vorher ist. Das heißt, sobald man jetzt hier reingeht, hat man halt einfach das Problem, dass wenn man Pech hat, dasselbe mit Schleim zum Beispiel oder mit Kultisten. Wenn man in einen Raum reingeht,
kann es immer sein, dass die auf anderen Enden des Raumes stehen und gleich in der ersten Runde beschwören wollen. Das macht manche Sachen extrem hart. Wenn stell euch mal vor, ihr kommt in einen Raum rein, da sind vier Elite-Schleimer am Ende des Raums und in der ersten Runde teilen die sich. Und wenn ihr Pech habt, weil der Stapel da neu gemischt wird, teilen die sich einfach gleich nochmal. Also ich meine, da werdet ihr, denke ich, sehr, sehr, sehr schnell sehr, sehr traurig. Leider. Ich glaube, das ist besser. So, wo stehen wir? Mitten im Getümmel, das ist vielleicht nicht ganz so gut. Aber jetzt nichts zu ändern. Wir stunnen den vor uns. Und machen uns mal gegen Schaden immun. Ach nee, wir wollten ja diesmal die Super Stun-Kombo spielen. Das heißt, wir brauchen das in Kombination mit dem. Dann können wir das von... Ja, von wo aus eigentlich? Eins, zwei, drei, vier. Naja, eigentlich von da. Oder beziehungsweise von hier, wo der Stein liegt. das heißt, wir kommen nur bis nach hier. Das wiederum heißt aber auch, wir brauchen den Shield Bash an der Stelle nicht. Sondern das reicht... wenn wir stattdessen auch, das war unsere starke Angriffskarte, okay. Machen wir doch einfach das, das passt schon. Machen wir einmal drauf. Okay. All enemies suffer damage. Das ist natürlich ziemlich unfair, weil es hat keine Reichweite. Wir können natürlich aber auch nach hier jumpen. Das gefällt mir sogar ein bisschen mehr. Ah. Das war aber gerade gar nicht so das, was ich machen wollte, den Stein da wegmachen, weil das eigentlich gar nicht so smart ist. Passt aber. Wir stunnen die ganzen Dinge hier einmal. So. Das wiederum bedeutet, dass der hier leider drin ist. Aber wir können ihm das Element wegverbrauchen. Okay. Das heißt, das Feuer muss weg. Nee, das Feuer muss nicht weg. Das Feuer... Moment. Wir machen hier das Feuer weg. Wenn wir den hier unten einmal Wunde und Feuer drauf machen. Also quasi genau dasselbe, was er so mehr oder weniger machen wollte. Dann können wir den Rest verbrauchen. Um dem nochmal eins ins Gesicht zu geben. So. Oh, stehen wir dafür blöd. Dafür sollten wir eine Karte verbrennen für 8 Schaden. Explosive Punch geht raus. Schaden. 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 Okay. Das heißt aber auch, wir könnten den stattdessen machen. Müssen uns halt nur mal hier in bessere Position begeben.
könnten aber auch stattdessen lieber den wegmachen. So, das ist immerhin ein Problem gleich weniger. So, jetzt haben wir nur ein Problem quasi. Und das Problem ist neben uns, der Dicke da drüben. So, das heißt, das ist jetzt eigentlich dein Job. Wir haben keine Elemente, das heißt, es ist diese Runde doch nicht dein Job. Hiermit wollen wir langrasten. In dem Fall würde das bedeuten, dass wir mit Rumbling at Once und Rockslide den zumindest so weit ansäbeln, dass das hoffentlich egal ist, was der gleich macht. Und dann wir stunnen den lieber. Sicher, sicher und geben uns mal Schadensimmunität. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. So. Dann ins Gesicht. Man weiß ja nie. So, die bluten alle. Tage 2. Egal, das wird schon passen. So, dann gehen wir nach hier. Geben unserem Kollegen keinen Schaden. Ah, das passt. Den können die jetzt theoretisch, wenn wir nochmal zwei Steine nehmen, können wir den hier einfach mit einem Steinschlag einfach raushauen, ohne dass der großartig was machen kann. Ach, wir haben Feuer drin. Aha. Sehr witzig. Haben uns irgendwie wieder gerade alles reingelegt, habe ich das Gefühl. Aua. Oh, das kostet uns jetzt aber sehr viele Karten. Wenn wir eine Wunde kriegen und keine Heildinger dabei haben. So. Jetzt kommen die auch noch ran. Ja, aber nur. Ne, never mind, die kommen alle dran. Aber wir haben einen Patzer reingemischt gehabt. Ich glaube, wir haben sogar noch einen drin. Ist das nicht ganz so drastisch? Das heißt, wir stunnen die ganzen Kollegen jetzt gleich einmal. So. Das heißt, wir müssen short resten. Das heißt, das ist auch. Oh nein, das ist natürlich blöd. Ist aber auch nicht ganz so schlimm, denn wir können damit ihn hier reinhauen und. Hexes containing obstacles. Mal schauen, ob das auf gegen fliegende Gegner funktioniert. So, ansonsten. Machen wir das. Hier wollen wir die vorsichtshalber mal stunnen. Hier haben wir mal ausnahmsweise einen guten Cleave-Angriff. So. Ohrring. Wunde wegheilen. Nicht schlecht. Thank you.
Okay. Dann die ganzen hier einmal stunnen. Haben wir auch. Damit geht die Karte raus. Wir probieren den jetzt mal da unten reinzuwerfen. Ich bin gespannt. Das funktioniert. Ja, funktioniert. Er ist tot. Wir dafür auch, aber das ist egal. Das heißt aber, wir sind eigentlich besser dran, die nicht zu töten, wenn ich ehrlich bin. Das ist bei uns egal. Ach, der Kollege da unten lebt noch. Ah, nicht schlimm, nehmen wir noch ein bisschen Gold mit. So, Long Resten. Vorsichtshalber nochmal Stun. Angriff mit Bewegung. Short Resten. Burn. Grab and Go. Und irgendwas anderes. So, für den Fall der Fälle. Hat gereicht. Dann heißt nur noch Gold einsacken. Gucken, ob wir jetzt nach Keyport können danach. Und dann sind wir auch damit schon wieder durch. So. Das war das Dümmste, was ich heute wieder gemacht habe, glaube ich. Können wir nämlich nicht looten, weil ich die vier Schritte genommen habe, warum auch immer. Das ist schön. Und damit haben wir es trotzdem. As the last defender falls, silence falls too, and the port workers slowly appear from their hiding spots. I don't like how organized this militia is. It almost feels as though Keyport is at war. Thankfully, the townspeople are happy to support us in our attack. We can finally put an end to this council and the violence. Zack, immerhin 5 oder mehr getötet. Nur langgerastet, 3 oder weniger. Das ist mal bessere Ausbeute als sonst. Mit 3 erfolgreichen Quests. So. Longspear. Wir können aus einem Angriff einen durchstechenden Angriff machen. 7 Erfahrungspunkte und Shimmering Shallows. I popped into town and met a friendly old fisher wife after you left. Turns out, the town is in love with fishing and she's in love with me. I just about escaped with my clothes on and a long spear. Come have a look at my store if you think you could use it. Right time to attack the take the battle to Keyport. We sent a small force by land where our allies go in via ship from the rear. Okay. Dann bin ich jetzt saumäßig gespannt. Sieht aber nicht danach aus, als hätten wir hier einen Boss-Level. Also ich hätte jetzt gehofft, da kommt vielleicht ein cooles Boss-Level, aber es sieht schon wieder nicht danach aus. Aber ich glaube, das allererste Mal, dass Steingolems vorkommen. Wir können aber unsere Kombi tatsächlich so lassen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Das heißt, wir machen an der Stelle ja wieder einmal Feierabend. Wobei, machen wir nicht. Wir können noch mal gucken, ob wir noch was zaubern können. Und zwar irgendwo hier war doch, glaube ich, irgendwas, was gar nicht so schlecht gewesen wäre zum Verzaubern. Was wäre das denn gewesen? Oh, Leute, ich habe irgendwas gerade im Kopf, was gar nicht so schlecht wäre. Ah, ich weiß wieder was. Und zwar bei Kinetic Assault. Die Oberseite mit einem Plus Move. So. Gut. Damit bin ich jetzt zufrieden. Wir können nichts leveln. Das heißt, wir sind an der Stelle theoretisch durch. Wir können hier noch einmal kurz gucken. Nein, nein. Haben wir alles. Und ja, wir können mit einem
mit Big Chopper mit 50 Toten durch Nahkampfangriffe nochmal einen Perkpunkt nehmen. Sparen uns die beiden hier immer noch auf. Das können wir nach Keyport mal freischalten. Und können aber hier nochmal 2 plus. Wohl vielleicht gerade gegen die ganzen Gegner mit Schilden, die vielleicht das, die Rüstungsbeträgung gar nicht so verkehrt. Okay, dann machen wir hier Feierabend und dann heißt es, wir machen, gehen wir das nächste Mal den Rat an, der hier die ganze Gegend terrorisiert. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und anschließend können wir mal die Reliktquests hier alle vor Ort machen. Okay, dann war wieder ein bisschen längerer Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut.